Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu South Park The Fractured Butthole. Und zwar nicht zu irgendeiner Episode, sondern zur letzten Folge oder generell dem letzten Video, was ich 2017 veröffentliche. Und meine Fresse, das Jahr hat echt gut für mich aufgehört, muss ich wirklich sagen. Ich bin zweistellig, was die Abonnentenzahlen angeht. Ich habe jetzt tatsächlich sowas wie Klickzahlen auf meinen Videos. Das ist ohne Scheiß. Ich bin schon, mein Vater musste heute hier abdichten oben, weil ich bin oben an die Decke gesprungen und habe ein Loch reingemacht. War nur Spaß, aber trotzdem, ich freue mich wirklich riesig drüber. Und worüber ich mich auch freue, ist, ich habe noch ein paar Ultra-Herausforderungen gemacht, genauer gesagt 3 Stück, und habe jetzt dieses eine Kostüm freigeschalten, was wir Ende der letzten Folge mal kurz gesehen haben. Das ist das hier, ich zeig's mal von allen Seiten. Und es dürfte die Filmkundigen unter euch an ein bestimmtes Heldenkostüm erinnern. Überlegt mal kurz, aus einem aktuellen Helden-Superheldenfilm von Marvel. Richtig, in der letzten Reihe habe ich es gehört, es ist Thor Ragnarok. Guckt mal genau hin. Ich blende euch jetzt einfach mal ein Bild kurz ein, dann könnt ihr es nochmal kurz vergleichen. Na, also es passt, der rote Umhang, dieses türkise Schulterstück, also nur der Körper, ne? Den Helm habe ich noch gar nicht, den kann ich noch gar nicht freischalten, der ist irgendwo noch versteckt. Aber, ja, der Brustharnisch mit diesem roten Geschreibsel da an der Seite und der rote Umhang und dieser... sag mal, ja, türkise Schulterschutz, ne, das passt schon ziemlich gut. Also es ist definitiv aus diesem Film, den ich noch gar nicht gesehen habe. Muss ich unbedingt noch nachholen. Aber ich habe halt null Kohle fürs Kino, deswegen muss ich warten, bis der auf DVD-Blu-ray- auf Netflix raus ist. So, jetzt haben wir genug gequatscht. Ich muss mir jetzt mal einen Kampf raussuchen. Was wäre der passende Kampf? Der passende Kampf jetzt zum Abschluss des Jahres. Ich würde mal sagen, es können nur die schweren Geschütze sein. Guck mal, Randy, der Krebskönig. Ich, also mein anderes Ich aus der Vergangenheit als König. Es kann, oder? Verbrannte Erde. Ach so, das ist mit Feuer oder was? Mit Flächen, okay, mit Flächenangriffen, alles klar. Nein, also ich möchte gegen mich selber als König nochmal ganz zum Schluss kämpfen. Eigentlich müsste es Morgan Freeman sein, aber das könnt ihr vergessen. Das schaffe ich nie im Leben jetzt. Zumindest nicht unter 2 Stunden, mit Sicherheit nicht. Nee, machen wir nächstes Jahr. Brutale Bossgegner kämpfen Seite an Seite, um dich endgültig aus dem Weg zu räumen. Gefahr! Die Heilkräfte des Krebskönigs haben eine unbegrenzte Reichweite, den kennen wir schon vom Friedhof. Deswegen weiß ich schon, was da kommt. Und wir hauen rein. Übrigens, die Ultra-Herausforderung bei diesem Kostüm war, dass die Gegner nicht durch Statuseffekte verletzt werden können. Das hatte ich, glaube ich, Ende der letzten Folge auch nochmal kurz gezeigt. Deswegen hatte ich dort eine komplette Rückstoß-Schadens-Kombo am Start. Ich sage das jetzt nur für den Fall, ich gebe gerne Tipps bei Spielen, nur für den Fall, dass jemand das hier anguckt, der das Spiel auch hat und wissen will, wie man da am besten rangeht. Also ich habe voll auf Rückstoß-Kombos gesetzt und auf ein Team, was eben überhaupt keine Schadenseffekte nutzt, sondern rein physischen Schaden. Hat ganz gut funktioniert. Civil War war wieder ein kleines bisschen knifflig, ging dann aber letztlich auch so. Okay. Und das Team, ich will jetzt nicht weiter rumsabbeln, und das Team lasse ich jetzt auch so. Captain Diabetes ein bisschen als Tank, Tweak für Schadenseffekte, Cartman fürs Bluten und ich mit auch ein paar dezent angepassten Fähigkeiten. Ja, da stehen wir uns auch schon Auge in Auge gegenüber. Und, oh, diesmal fängt er an. Moment, Freundchen. So fangen wir gar nicht erst an. Ich bin dran. Ich bin dran. Meine Fresse, wie ich dran bin. Zur Blitzfähigkeit. Numero uno, ich gehe jetzt erstmal voll auf den Krebskönig, versuche auf jeden Fall den wegzukriegen, wegen Heilfähigkeit und so, ne? Hat das Spiel ja auch gesagt. Geschockt und blutend, und jetzt mache ich auf den hier die Rauchbomben, die habe ich mir jetzt nochmal ausgerüstet. Zur Sicherheit, ne, dann kann ich mich so ein bisschen aus der Gefahrenzone bewegen. Außerdem kann ich dann so gleich, wenn die jetzt so stehen, mit meinem Charakter Tweak und den König schocken gleichzeitig. So. Du machst jetzt mal den hier. Der bringt, glaube ich, auch Blutung, oder? Also zumindest müsste es der kritische Treffer bringen. Genau. Nice.
So, jetzt komme ich dran. Speed, Speed, Speed. Ich finde das Kostüm ziemlich cool. Gerade auch, weil der Helm, das hat so zufällig gepasst von der Farbe her. Dass das halt wirklich einfach mal... Oh, Moment, das ist mein... Ich bin so doof, ne? Das ist mein Tweak. Das ist einfach mal mein Tweak, den ich hier für den Gegner gehalten habe. Okay, gut, pass auf. Ich mache trotzdem auf den... Na gut, okay, dann mache ich auf die hier die Blutung und den Schock nochmal. Ich will den Krebskönig wegkriegen. Das ist mein erstes Ziel. So. Und jetzt... Würde ich sagen, na gut, ich gehe doch nochmal auf den König, macht ja nichts. Ich bin ja erstmal ein bisschen abgeschirmt von meinem Vergangenheits-Ich. Außerdem blutet er jetzt noch so ein kleines bisschen. Ein Sturm zieht auf. Jawohl, so, nur zur Sicherheit, kann der Krebskönig eingefroren werden? Das kann er, dann mache ich das auch direkt mal, damit er gar nicht erst seine Heilfähigkeiten auspackt. Ich weiß nämlich noch, ich habe nämlich noch die Erinnerung, dass das nicht nur geheilt hat, diese Fähigkeit von ihm. Sondern die hat, glaube ich, auch einen Angriffsbonus gemacht. Und das will ich definitiv nicht. Soweit will ich es gar nicht erst kommen lassen. So, pass auf. Du, nö, du machst deine Ulti nicht. Moment, ich muss mal kurz gucken. Wer kommt denn dann? Dann kommt Butters. Dann kommt der Kuhn. Ich könnte natürlich auch das hier machen. Beeil dich! Ja, warte das doch mal ab, Mann. Ich muss hier planen. Dann könnte ich zumindest... Also ihm ein Schild geben und ihnen auch nochmal ein bisschen Schaden machen. Dann hätte ich... Okay, gut, dann würde ich, hätte ich zumindest meine Charaktere so ein bisschen in Position, um diesen Krebskönig in die Enge zu treiben. So, ich... Ja, gut, okay. Dafür stehe ich halt leider für diesen Angriff auch perfekt in Reichweite, aber zum Glück macht Bardas nicht so viel Schaden. Igitt. So, der König kann ich. König kann ich kämpfen. Das ist eine Alliteration. So, jetzt bringt er seinen Wurstzauber hier. Die Kotze-Meteoren. Nee, Kotze ist es nicht. Der Furz-Meteor ist es ja, ja? Das grüne Gas des Todes. Mann, fuck, Tweak. Ja, es tut weh, ne? Status-Effekte tun schon ganz schön weh. Übrigens auch das hier. Könnte ganz schön zwicken. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Beim was? Haha. Schock und Blut. Schock und Blut, Freunde. Damit kriegen wir sie alle. So, pass mal auf. Erstmal. Numero uno. Der geht jetzt voll auf den King. Nummer 2. Schön schocken. Zap, zap, zap. Und jetzt die Ult noch hinterher. Und schön die Fäuste drauf ballern. Krabbums. 10.000 Einschläge, neuer Rekord. So, yo, was ist jetzt? Okay, er ist natürlich auch ein kleines bisschen angedingst. Hier oben steht Randy. Ist auch nicht so gut. Tweak, du stehst ja echt verdammt ungünstig. Also das ist, das ist gerade nicht schön. Vor allen Dingen nicht, dass du dich nicht auch selber heilen kannst hier. Ich würde dich mal am liebsten hier oben hinstellen, einfach mal kurz healen. Ja, mampf einfach mal ein Burrito. Zum Glück habe ich doppelte Heilung aktiv, da reicht das. Also Randy dürfte ihn eigentlich nicht kriegen, glaube ich. Au, das sieht nicht gut aus. Hör mal los. So, jetzt bin ich dran. Und jetzt kommt definitiv der hier. Wumps! So, darf ich jetzt? Nee, ne, ich bin immer noch ausgepowert von dem Speedster-Move. Ach, Alter, jetzt kommt der hier. Böser Hund! Unser Geschäft erledigen wir draußen!
die halt immer zweimal kann. Menno. So ein Arsch. Ja, genau das meine ich. Das ist hier so am Abnerven, Mann. So, pass auf. Ich gehe jetzt hier hin. Oder hier hin. Egal. Macht keinen Unterschied. Speedster, Speedster. So, jetzt. Ich gehe wieder auf den König, ne? Ja. Ja. Bums. Wow, ich bin fast beeindruckt. Geschockt. Und jetzt machen wir den hier. So, der müsste dann definitiv in der nächsten Runde down sein. Also lange hält er nicht mehr durch, wenn ich ihn nicht sogar vorher mit einem anderen Charakter treffe. Au, Randy. Geh in die Ausnüchterungszelle, verdammt. Au. Das ist doch scheiße. Ihr seid voll die Ärsche. Drum schlitz ich euch jetzt weg. Mit der Kuhn-Ult. Die ich immer noch richtig geil finde. Ach ja, obwohl Cartmans Traum vom eigenen Kuhniverse ja schon geplatzt ist, ist ja jetzt das Freedom Perverse. Was du. Ach, au. Aber ich muss ein bisschen aufpassen, ne? Ich habe schon zwei Charaktere down. Ich glaube, ich hätte lieber heilen sollen. Ja, ich glaube, ich hätte definitiv lieber heilen sollen. Zum Glück habe ich noch meinen eigenen Vergangenheitscharakter, der kann die wiederbeleben. Alter Schweden. Oh ja, das sollte ich definitiv nicht versauen. Aber zum Glück habe ich den Move hier. Und damit kann ich jetzt Folgendes machen. Nummer 1, ich kann jemanden wiederbeleben. Liegt der hier? Ja, der liegt hier. So. Komm du mal wieder. Und jetzt kann ich noch... Ja gut, es macht keinen Unterschied. Ich kann auf jeden Fall den König wegblastern. Zap. Wow, in 10 Jahren bist du reif für dein Spin-Off. Geil. Mein eigenes Spin-Off. Bitte nicht. Diabetes ist kampfbereit. So, hier gehe ich jetzt einfach mal runter und futter so einen großen... Ja, 800. Okay, damit lässt sich's erstmal überleben. So, Randy. Okay, jetzt bin ich dran. Also, beziehungsweise mein vergangenes Ich. Zum Moment, wie viel hat denn der hier noch Gesundheit? Okay, der ist noch relativ voll hier. Damit kann ich 2 treffen. Dann machen wir das doch direkt mal. Kann Bardas in seinem Gefährt überhaupt looten? Wir werden es sehen. Kann er nicht. Dachte ich mir fast schon. So, und jetzt kommst du hier weg vom Fenster. Oder auch nicht. Vielleicht doch besser dich. Reicht das auch? Nee, ich nehme die... ich weiß gerade nicht. Nee, komm. Lieber auf Nummer sicher gehen. Dann ist das Stachelschweinchen schon mal vom Feld weg. Wieder eine Schadensquelle weniger für die Gegner. Ja, selbst wenn so wie jetzt 2 Leute down sind, ne? Mit jedem Gegner, der hier das Spielfeld verlässt, wird mein Sieg nur noch sicherer. Jetzt kommt er wieder mit dem Taser. Außerdem kann ich in einer Runde sowieso wieder mein früheres Ich rufen. So, was ist jetzt mit euch los? Aber der hat aber auch eine Bewegung. Okay, also vor Bardas bist du echt nirgendwo sicher. Das ist nicht gut. Au, wow. Hör auf mich zu beißen. Gegner neutralisiert. Blöde Töle. Lol. Das hat ihn gekillt? Der hatte nur noch so wenig. Ach so, ja, okay, gut. Da hat er offenbar nur noch so wenig Leben. Interessante. Dann gehe ich jetzt mal hier hin. Weil dann kann ich mich, also meinen Hauptcharakter, so ein bisschen abschirmen. Das macht Captain Diabetes mit Leuten, die ihm zu nahe kommen. Oder auch nicht.
Jawohl, ne? Drei Leute down. Also das habe ich jetzt auch nicht kommen sehen. Au. Das sollten wir jetzt unbedingt sofort ändern. Aber jetzt ist es 1 gegen 1. Komm hier. So, komm jetzt, Randy, Challenge Time. 1 gegen 1, was sagst du? Nee. Vergiss es. Warum sollte ich fair spielen? Als ob hier einer von den Gegnern je fair spielen würde. Ja, was? Warum darf ich nicht direkt angreifen? Warum? Ich werde dich rächen. Warum? Hä? Gib mir Kraft. Jedes verdammte Mal. Warte mal. Ich riskiere jetzt mal was. Wenn ich ihn jetzt verlangsame, kann er vielleicht nicht an mich ran. Außerdem blutet er immer noch. So, jetzt belebe ich den nochmal wieder. Ich hoffe mal, das geht jetzt. Normalerweise, wenn ich jemanden wiederbelebe, konnte der direkt an den nächsten Zug kam. Also, der konnte sich dann direkt quasi in Sicherheit bringen. Um sich zu heilen, aber war diesmal auch wieder nicht so. So, dich punch ich zurück. Dann bist du erstmal aus dem Weg. So, Speedstar. Okay, Nummer 1, Heiltrank. Also Wiederbelebungstrank für Tweak. Und Nummer 2, Heilung für mich selber. Ja, aber Craig ist nicht hier, deswegen war ich jetzt den Ritter in der Not. Und ich esse einen Taquito Grande. Los, Fixi. Ja, mach ich gleich. Wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen? Ich nicht, will dir sehen, wie du ein Taquito Grande isst. So. Randy, du bist jetzt so richtig im Arsch. So, Cartman bewegt. Wiederbelebe ich nicht. Ich hätte jetzt auch mein früheres Ich rufen können, aber ich will, dass einer von denen hier... Hallo? What the fuck? Nein. Sag mir jetzt nicht, dass das Spiel gebuggt ist. Nein! Wieso? Scheiße, Leute, ich muss an der Stelle jetzt... Ich werde mal kurz schneiden. Also entweder sehen wir uns wieder, wenn sich das Spiel eingekriegt hat, falls es überhaupt geht. Wenn nicht, dann sehen wir uns einfach wieder, wenn ich kurz vor Ende des Kampfes stehe. Also den kompletten Kampf zeige ich jetzt nicht nochmal. Meine Güte, ist das spannend. So, Leute, da bin ich wieder. Es hat sich leider nicht wieder eingekriegt und ich musste den kompletten Kampf nochmal bewältigen. Was auch dieses Mal echt wieder nicht leicht war. Also im Grunde genommen hast du ja 4 Bossgegner auf einmal dagegen dich. Mit Pathos, dem König, Randy und dem Krabbenkönig. Also, ach so, und der Polizeichef natürlich auch noch. Also meine Fresse, hier ist ganz schön viel Material draufgegangen, so was Heilung und Wiederbelebung angeht. Naja, vielleicht hatte ich auch nicht unbedingt die richtige Taktik, gerade wegen Badass, weil der ist halt gegen Bluten immun. Naja, was soll's, am Ende habe ich es dann doch geschafft. Hier seht ihr nochmal die Belohnung, die man dafür kriegt und damit ist auch dieser Kampf abgehakt. Wartet aber natürlich leider noch auf mich in der Ultra-Herausforderung. Gut, da freue ich mich jetzt schon überhaupt nicht drauf. Was soll's. Das soll's aber für heute gewesen sein und nicht nur für heute, sondern auch für dieses Jahr. Wie gesagt, das war die letzte Folge 2017. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein kleines bisschen damit unterhalten. Wenn ja, dann, ihr wisst ja, ne? Ich freue mich immer riesig über Bewertungen und Kommentare.
Und ansonsten bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als euch einen guten Rutsch zu wünschen. Jagt euch bitte nicht selber in die Luft. Und wir sehen uns dann 2018. Haut rein!